Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 3 und ich begrüße euch wieder hier unten bei Glyph und bei Liara. Muss euch aber gestehen, dass ich das gemacht habe, was ich ja in einer der vorangegangenen Folgen bereits auch angekündigt hatte. Ich bin nämlich zurück ins Kampfzentrum und habe dort die gute Normandy hinaus in die große Galaxie geflogen und habe einige Planeten gescannt. Das bedeutet, ich habe jetzt eine ganze Menge Zeugs gefunden, was wir bei unserem nächsten Citadel-Besuch dann auch wieder versuchen, unter die Leute zu bringen. Während ich das getan habe, habe ich zwei Aufforderungen bekommen, nämlich erstens, mit dem Doc zu sprechen, das werden wir dann auch gleich tun. Zweitens will Anderson uns sehen. Und dann haben wir ja aus der Citadel noch dieses Thermomodul für unsere Techniker. Das werden wir jetzt auch noch nach unten bringen. Und dann werden wir mal gucken, welche weiteren Quests es für uns gibt. Aber jetzt erstmal mit dem Doc sprechen. Wo bist du? Ach, da stehst du. Kann ich mit Ihnen reden, Commander? Ja, aber natürlich, Doc. Was gibt's? Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Aha. Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten. Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Mhm. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen. Genau. Vielleicht könnten Sie Ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln. Okay, und warum ich? Könnten Sie das nicht auch selbst erledigen? Eben. Die Flüchtlinge trauen wegen der vielen Kriegsgewinnler dem Allianzmilitär nicht mehr. Also auch mir nicht. Aber Sie sind Commander Shepard, die Heldin. Sie könnten sie überzeugen. Okay. Ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Reden Sie mit Taktis. Viele Flüchtlinge bei den Citadel Docks betrachten ihn als Anführer. Danke, Commander. Durch den Zugriff auf Ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigels verbessern. Oh, das heißt? Medigel? Medigel? Besseres Medigel? Ja, wunderbar. Okay, haben wir also eine neue Quest bekommen und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt mal runterbegeben zu Adams, zu unserem Techniker und ihm dieses Thermomodul übergeben, das wir auf der Citadel gekauft haben. Ich hoffe mal, das war das Richtige, aber ich denke schon. Allzu viel Auswahl hatten wir da ja auch gar nicht. Oh, wo geht's denn zu meinem Adams? Darum. So langsam werde ich vertraut mit meiner Normandy. Da sitzt das Daniels, hier ist Adams. Okay. Danke, Commander. Das GX-12 Thermorohr ist eingetroffen. Wir nehmen gerade die Modifikationen vor. Gut. Wie ist das nochmal passiert, dass ich hier freiwillig durch die Schächte kriege? Sie sind für die Energieversorgung zuständig, nicht ich. Verdammt heiß hier drin. Hey! Hat Adams nicht gesagt, dass die ganze Normandy Edi ist? Hey, hey. Kenneth, hören Sie sofort auf. Ja, finde ich auch. Sagen Sie es bloß nicht, Joker. Der wird sonst eifersüchtig. Mhm. Tja, da hat halt jeder so seine eigenen Fantasien, wenn er durch die Eingeweide eines Raumschiffs kriecht. Oh. Wollen wir mal hoffen, dass unsere Techniker jetzt ein bisschen besser geschützt sind und nicht zu Tode kommen, wenn hier irgendetwas passiert, weil das war ja Sinn der Übung. Ich glaube, da unten ist immer noch nichts los. Okay, dann kehren wir jetzt zurück ins Kampfinformationszentrum und werden da mit Anderson sprechen. Ja, ne, da steht's, genau. Der ist über die Videoleitung verfügbar. Jetzt gehen wir wieder hier. Ja, hallo ihr beiden. Zu meinen beiden jungen Damen, die sehr viel Unsinn erzählen. Naja, gut. Sie sind jung, sie sind ängstlich und sie stehen vor einer Situation, die wirklich schwer ist. Ich kann es immer nicht lassen, doch mal zu gucken, ob sich da mittlerweile nicht noch das eine oder andere Zeug materialisiert hat. Okay, wo geht's denn da lang? Da geht's lang? Ja, da geht's nicht lang. Klar, voll in die falsche Richtung gerannt. Komm schon, ich will mit Anderson reden. Ja, zum Kuckuck aber auch. Lasst mich mal vorbei. Wo sind denn unsere... Die sind gar nicht da. Der Primarch ist nicht da und Rex auch nicht. Ja, gut, Rex ist natürlich auf seinem Planeten. Ist der Primarch auch irgendwo hin? Keine Ahnung. Naja, wir werden sehen. Freut mich, dass Sie sich melden. Ja, aber klar doch, Anderson. Sind Sie okay? Mein Training an der Akademie hilft mir, den Widerstand zu organisieren. Sie haben hier inzwischen einen großen Fanclub. Ah. Jede Nachricht von der Normandy gibt den Männern in den Schützengräben Hoffnung. Ich weiß, wie es ist, im Dunkeln zu kämpfen. Ich bin froh, dass wir etwas bewegen.
Es ist mehr als das. Viele dieser Leute hatten vorher nie eine Waffe in der Hand. Als sie hörten, dass sie Turiano und Kroganer zur Zusammenarbeit gebracht haben, das war ein Stärkungsmittel, Shepard. Und davon haben wir hier leider viel zu wenig. Dem Glauben daran, den morgigen Tag zu erleben. Wie schlimm ist es? Es könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Können Sie noch Gegenangriffe koordinieren? Wir greifen die Reaper an, so oft es geht. Meistens Blitzüberfälle nach Guerilla-Art. Aber das reicht nicht. Wir müssen unsere Bemühungen konzentrieren. Wo? London. Dort geschieht irgendetwas Großes. Unser britisches Netzwerk sagt, es seien enorm viele Reaper angekommen. Oh, das klingt übel. Das klingt gar nicht gut. Gibt's Einzelheiten? Nein. Und das macht mir richtig Angst. Nun, der Tigel wird dafür den Reapern Angst machen. Wir zählen drauf. Und Shepard, das mit Kai Leng war ernst gemeint. Die Reaper mögen die größte Bedrohung sein, aber Leng ist ein hinterlistiger Dreckskerl. Unterschätzen Sie ihn nicht. Versprochen. Verstanden. Dann mal zurück an die Arbeit. Wir können jede gute Nachricht von Ihnen gebrauchen. Anderson, Ende. Okay. Also, die Reaper haben in London irgendwas vor. Warum ausgerechnet London? Ja, ich habe keine Ahnung. Hat es eine besondere Bewandtnis? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt werden wir mal gucken, was wir hier in unserem Logbuch haben. Ja, das ist natürlich voll mit diesen ganzen Hohl- und Bringgeschichten. Das machen wir auf der Citadel, das machen wir auf der Citadel. Ehemalige Cerberus-Wissenschaftler. Einige hochrangige Wissenschaftler haben sich von Cerberus losgelöst und sind auf der Flucht vor ihrem bisherigen Auftraggeber. Retten Sie die Wissenschaftler, bevor Cerberus sie aufspürt. Messana Notsignal? Das Asari-Oberkommando bat um Hilfe bezüglich eines Notsignals von einer Asari-Kolonie. Mhm. Begeben Sie sich zu der Kolonie und untersuchen Sie die Lage. Dann haben wir hier Priorität, das machen wir später. Texte, das sind alles die Sachen, die man so finden kann. Einiges von dem habe ich jetzt auch gefunden. Das müllt ein bisschen, finde ich. Alles so ein bisschen. Gott, ja, also alles Citadel. Athenennebel. Buch vom Plex. Okay, also das hätte man ruhig ein bisschen sortieren können, damit man weiß, welche sind jetzt Quests, wo man wirklich was spielen muss oder welche sind die. Also da wäre eine andere Gruppierung schön gewesen, finde ich. Egal, ich denke, wir machen jetzt diese Geschichte hier mit, genau, diese ehemaligen Cerberus-Wissenschaftler. Genau, das werden wir zuerst machen, weil ich immer nicht weiß, ob diese Geschichten vielleicht zeitkritisch sind. Und wenn die da auf der Flucht sind, dann sollten wir denen vielleicht Hilfe leisten. Und danach werden wir dann diese Geschichte rund um die Asari machen. Commander Shepard? Ja, hallöchen, ihr zwei. Habt ihr nichts mehr zu sagen? Ist euch der Gesprächsstoff ausgegangen? Sieht fast so aus. So, dann vielleicht mal ganz kurz gucken, ob noch irgendeine Nachricht gekommen ist. Privates Terminal? Nein, da haben wir alles gelesen. Gut, okay. Also dann fliegen wir. Und natürlich sind wir jetzt nicht in der Citadel. Da habe ich mich ja verabschiedet von euch, sondern wir sind hier ganz woanders, weil ich eben, wie gesagt, noch ein bisschen gescannt habe. Und irgendwann werden wir auch wieder auf die Citadel zurückkehren und das alles abgeben. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist diese Quest? Gucken wir mal rum. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo Aree ist. Ich hoffe, dass es angeschrieben ist. Organische DMZ. Da war es, oder? Nein, das ist die Asari-Kolonie. Ah! Guck mal an, das ist alles nebeneinander, ja, sehr schön. Also dann, zuallererst mal gucken, was Cerberus treibt. Das ist mir ja nach wie vor nicht ganz durchsichtig, was der... Ach, da haben wir schon alles. Oh, liebe Aufmerksamkeit. Mir ist nach wie vor nicht so ganz einsichtig, was der gute Unbekannte vorhat. Können wir denn hier noch irgendwas finden? Oder erstmal nicht? Guck mal an, hier sind die Reaper noch gar nicht. Gelix. Ah. Ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden. Dann bist du das Sonnensystem und Gelix ist der Planet. Alles klar. Gut, Gelix wurde von den Kroganern nach den Rachni-Kriegen. überlassen. War aber während der Kroganischen Rebellion stark umkämpft und wurde von den Turianern zurückerobert. Damit blieb ihnen danach eine Welt auf der Basis linksdrehender Aminosäuren,
die sie nicht selbst bewohnen konnten, aber auch nicht aufgeben wollten. In Zusammenarbeit mit dem Volprektorat versuchten die Turianer, den Planeten zur Kolonisierung zu vermieten. Aufgrund des hohen Preises und der zahlreichen nicht hochgegangenen Sprengkörper auf der Oberfläche, ouch, siedelten sich aber nur wenige auf Gelix an. Hauptkunden waren Strafkolonien. Heute gilt der Planet als Symbol tragischer Verschwendung. Eine ganze Gartenwelt, die die Galaxie praktisch vergessen hat, ohne Gartenwelt. Das finde ich gut, Gartenwelt finde ich klasse. Aber jetzt werden wir erstmal hier ausrüsten und ich glaube, so, ich nehme Liara mit und ich nehme Ashley mit. Es geht um Cerberus-Leute, ich denke mal, da ist Liara und Ashley bestimmt eine gute Wahl. Und Gruppenauswahl bestätigen, genau, Ashley müssen wir jetzt erst nochmal skillen. Das wird jetzt einen Augenblick in Anspruch nehmen und ich mal gucken, vielleicht kann ich auch aufsteigen. Wir haben eine neue Maschinenpistole, vielleicht gucken wir mal, was da neu gekommen ist. Die Tempest, aber die ist deutlich schwerer, das muss eigentlich nicht sein. Ich bin mit meinen Waffen eigentlich die Shuriken. Die Hornet. Boah, die ist deutlich schwerer. Nö, wir lassen mal, was wir haben. Ich denke, dass wir das wirklich lassen, was wir haben. Genau, wir lassen das drin. Ich benutze das Ding ja sowieso kaum. Maschinenpistolen. Genau. Genau. Yes. So, dann werden wir gucken, Liara. Was hast du? Du hast die Hurricane und du hast die Eagle. Vielleicht können wir dir da was Besseres geben. Nein. Okay, dann zurück. Dann bleibt es, wie es ist. Ashley. Da haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Präzisionsgewehr. Die Mantis. Die Viper. Wir geben dir die Viper und da kriegst du jetzt auch Mods rein. 10% mehr, das finde ich gut. Reservemunition erhöht Schaden um 22. Jo, das geben wir dir mal. Und dann hast du, was hast du hier? Den Avenger. Wir geben dir auch diese Phaeton, dieses Sturmgewehr. Das fand ich eigentlich ganz gar nicht schlecht. Wir machen mal die Waffenstabilität erstmal. Ja, genau. Durch Sturmgewehr durchschlagen Mod. Finde ich gut. Alles klar. So. Dann haben wir euch ausgerüstet. Dann bestätigen wir das Ganze. Und jetzt machen wir mal die Nova besser. Bevor wir hier irgendwas anderes machen, erweitern wir die Nova. Aufladetempo erhöht 15 Sekunden lang das Aufladetempo aller Kräfte um 25%. Sie haben die Möglichkeit, Nova zweimal hintereinander auszuführen, indem sie den Barriereverbrauch um 50% verringern. Nein, dann nehmen wir das. Rang erwerben. So. Gut. Wie sieht's aus mit Liara? Und Ashley, lass mal automatisch aufsteigen. Mit der Klasse kann ich nicht so gut. Liara, wie sieht's bei dir aus? Machen wir dir mal Warp. Ja, zerreißt den Feind auf molekularer Ebene. Ich finde, das klingt ziemlich cool. Schaden um 30%, Schaden, Wirkungsgrad und Kraft. Ja, das machen wir. Rang erwerben. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, was da eigentlich los ist. Was konkret Cerberus hier will und warum vor allem die Wissenschaftler. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier abtrünnig schon fest? Geworden sind? Wir wissen kaum was. Ma'am, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Ach was. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Ach, das war ja klar. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Ja, die müssen uns helfen beim Tiegelbau. Aber das wird nicht einfach werden. Gartenwelt, ja. Aha. Naja, wahrscheinlich sind wir im Gebirge, aber das ist schon fies, ne? Da denkst du, kommst ins saftige Grün und dann landest du mitten im Schnee. Das ist unfair. Okay, Cerberus, hallo. Da wehren sich die Wissenschaftler. Oh Mann, Leute. Nein. Ah, nee. Ach, der war ja klar. Ey, Jacob, hallo. Oh Mann. Gut so. Und der ach shit. Ich wollte gerade sagen, der erledigt hier alles, bevor wir ankommen.
Jetzt, okay, da kommen wir alle. Eigentlich schade, dass der Shuttle keine Waffen hat. Da könnten wir auch mal von oben so eine Runde schießen. Jacob, wir kommen. Keine Sorge. Wir retten dich, alter Freund. So. Dann machen wir erstmal wieder unser... Verdammt kalt hier. Ja, kalt. Gut, bleiben Sie einfach in Bewegung. Ja, genau, so. Was haben diese Leute getan, um meine Aktion zu rechtfertigen? Komm her. Wo sind noch mehr? Da war jetzt nicht viel los, oder? Das ist alles. Wir laden mal nach. Da müssen doch noch irgendwo welche sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass das hier schon alles gewesen sein sollte. Mal lieber in Deckung bleiben. Ich sehe aber echt keinen mehr. Ach, da drüben. Also gut, dann sollte man vielleicht doch ein bisschen rennen. Ich würde natürlich gerne mal so eine Runde hier rumgucken. Ich bleib hier einfach stehen. So, und dann gibt es eine Runde mit dem Dings. Jawohl. Schöpf. Schöpf. Warte, ich gebe, dir geben wir doch auch kurz hier diesen da, oder? Mehr Sturmschütze. Nur ein bisschen weit weg, glaube ich. Schuck. Sonst noch wer? Nachladen. Da drüben schießt es auch noch. Der Skill ist einfach cool. Hat er hier eine Bombe geschmissen? Nicht schön. Überlebende finden. Gibt es denn überhaupt Überlebende? Ja, das wird sich zeigen, Leute. Wir gucken uns jetzt erstmal kurz um, ob wir noch irgendeine Mod oder sowas finden. Ich bin immer nicht sicher, ob wir mal auf Extrem umschalten sollten oder... Weil das ist mir schon irgendwie... Liegt hier irgendwas rum? Nee, sieht mir nicht so aus. Weil das ist irgendwie... Ist es ja recht einfach. Ja, ich... Hallo Brin, wer bist du? Gibt es da oben irgendwas zu finden? Damit sind die gekommen, oder sind das die Dinger, mit denen die flüchten wollen? Wahrscheinlich. Gut, aber hier finde ich jetzt nichts. Dann werden wir mal zu Jacob gehen. Wir müssen ja Überlebende finden, hieß es. Hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee. Also dann, Jacob, wo bist du? Sind hier irgendwelche Überlebenden? Oh. Du machst mir Lärm. Komm her, Schild. Weg da. Du bist tot. Jacob, wo bist du denn? Da ist er. Jacob, wie schlimm? Ich werde es überleben. Glaube ich. Das will ich mal hoffen. Wer ist Bryn? Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Es ist okay, Bryn. Ich hätte es auch nicht geglaubt, Bryn. Da muss man sich schon mal überzeugen. Hallo? Tja, alle anderen sind leider tot. War wohl nichts mit viel Überlebenden. Jacob! Oh mein Gott! Mir geht's gut, aber die anderen sind tot. Was machen Sie hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind sie weg? Im Moment schon, aber sie kommen wieder. Jo, Jacob. Sind sie wirklich okay? Ja, das geht schon. Geh mal zum Arzt, Freund. Wenn sie mich nochmal retten, bin ich ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, Sie zu sehen. Danke, auch an Sie. Ah ja. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Unseren Informationen nach gehören Sie zu Cerberus. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Okay, und wieso Ex-Cerberus? Warum will der Unbekannte Sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Mhm. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Autsch. Bei jedem Fortschritt dachten wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein.
Sie mussten doch wissen, dass man sie findet. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Ja, nicht genug. Hm? Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Autsch, da kommen sie. Evakuieren, los. Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jacob, jemand muss sich die Wunde ansehen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ja. Das wird schon. Mein Gott, echt? Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Okay. Das heißt, wir können uns hier erstmal umgucken. War der auch bei Cerberus? Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Ja, stimmt. Ashley war ja nicht dabei. Im Teil 2, deswegen kennt sie ihn nicht. Soll sie nur Bryn finden. Ach Mensch. Ich wollte nicht mit diesen Leuten hierher kommen. Es war seine Idee. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass sie so zusammenbrechen. Sie hat recht. Wir bringen sie lebend hier raus. Das verspreche ich. Danke. Ach, Jess, versprich mal nicht so viel. Komme ich hier irgendwo? Nee, da komme ich auch nicht runter. Gut, dann geht's ja eigentlich bloß da weiter. Wir müssen Dr. Bryn finden. Aber wir werden uns hier alles erstmal angucken. Da gibt's bestimmt Zeug zu finden. Das wollen wir natürlich mitnehmen. Datenpad. Ah, siehst du, 2500 Credits, her damit. Datenpad. Private Nachricht von Horace an Bryn. Bryn, das gefällt mir nicht. Ich konnte einen Blick auf die Forschung der anderen werfen und mir bietet sich ein Blick auf das Gesamtbild, das alles übersteigt, was wir uns je hätten vorstellen können. Nicht in unseren schlimmsten Albträumen. Ich werde anfangen, meine Arbeit selbst zu sabotieren, so schlimm ist es. Wir müssen so schnell wie möglich drüber reden. Ha, okay. Also haben die nach und nach eins und eins zusammengereimt und was sie dann gefunden haben, hat sie erschreckt. So, und wer bist du? Dr. Archer. Commander Shepard, ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Tja. Etwas in der Art. Dr. Gavin Archer, wir haben wohl beide den Unbekannten hintergangen. Jeder auf seine Art. Ja, da ist was dran. Okay. Genau. Was für eine Arbeit haben Sie für Cerberus gemacht? Es nannte sich Projekt Overlord. Overlord. Ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Geth. Was? Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja. Aber wie alles, was der Unbekannte anfasst, wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur so viel, es nahm kein gutes Ende. Was heißt denn das jetzt? Was ist schiefgegangen? Das war purer Zufall, leider. Die Geth reagierten nicht auf meine Versuche, mit ihnen zu kommunizieren. Bis mein jüngerer Bruder David einen Durchbruch erzielte. Er war Autist, mit mathematischer Inselbegabung. Er beherrschte in kürzester Zeit die Sprache der Geth und kommunizierte mit ihnen. Das heißt also, er konnte direkt mit den Geths sprechen? Zunächst nur rudimentär. Und deshalb beschloss ich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich schloss David direkt an ihr Netzwerk an. Ach du Scheiße. Es kam zur Reizüberflutung. Kein Gehirn, nicht einmal das eines Genies, kann diese Informationsmenge verarbeiten. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Naja, das ist ja wohl kaum... Also, das ist ja wohl sowas von logisch. Hat David das freiwillig gemacht? Der Unbekannte wollte Ergebnisse und ich wollte ihn zufriedenstellen. Zuerst schien es harmlos zu sein. Oh, Archer. Also haben Sie Ihren Bruder dazu gezwungen? Glauben Sie mir, ich durchlebe diesen Albtraum jede Nacht. Das glaube ich. Er drehte durch. Sein Geist wurde zu einem Computervirus und infizierte unsere sämtlichen Systeme. Ach du Scheiße. Er tötete Dutzende Labormitarbeiter. Am Ende mussten wir über der Basis Nuklearwaffen zünden, um den Amoklauf zu beenden. Ach du lass halten. Und wie kamst du nun hierher? Wie sind Sie hierher gekommen? Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet. Ich habe Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Da war ich also. Mit Blut an den Händen. Blut, das ich nie abwaschen konnte. Dem Unbekannten war das egal. Er sagte, unser Ziel sei größer als jedes Opfer, das wir bringen müssten. Das passiert, wenn man sich mit dem Teufel einlässt. Da ist was dran, Ashley. Andererseits manchmal braucht es halt ein bisschen, bis man gelernt hat, dass es der Teufel ist. Also hat der Unbekannte Ihre Kündigung nicht angenommen? Nee, mit Sicherheit nicht. Für einen Mann, der gerne Vorträge über die Grautöne der Moral hält, ist sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Gut, dann haben wir das. Das ist alles, Doktor. Ich weiß zu schätzen, dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander.
Okay, Archer. Tja. Komme ich da drüben irgendwie hin? Nee, komme ich nicht, glaube ich. Dann machen wir hier mal weiter. Ja, ich warte. Ah, da ist eine Mod. Her damit. Nein, warte mal. Ich wollte jetzt nicht modden, sondern ich wollte hier dieses Ding da aufnehmen. Was haben wir gefunden? Sturmgewehr-Magazin-Upgrade. Gut, ich glaube nicht, dass wir jetzt modden müssen. Wir haben ja gerade erst ausgerüstet. Was ist mit euch? Spricht nicht mit mir? Okay. Liara, geh mir bitte aus dem Weg. Wo ist er denn, die Brynn? Brynn finden, sagt er mir nur. Aber woanders kann ich ja eigentlich gar nicht hin. Da ist Medigel. Braucht man momentan gar keins. Na, ihr zwei? Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler? 43 plus Forschungsassistenten. Wie konnten sie es bei so vielen geheim halten? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Na, ist was dran. Brynn, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Das ist wirklich der Gipfel. Immer so moralisch, Ashley. Hey, warum sind Familien da? Das ist ja wohl eigentlich logisch, also mal ganz ehrlich. Da braucht man nicht allzu viel Fantasie, weil wenn ich mich von Cerberus lossagen würde als Wissenschaftlerin, wäre mir ja klar, dass der Unbekannte jeden erdenklichen Weg geht, um mich ausfindig zu machen. Und was wäre das Erste? Natürlich gegen meine Familien zu gehen. Logisch nehmen sie die mit. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht. Ja, logisch. Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay. Alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Das ist ein großes Versprechen, Jess. Ehrlich. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Na, wie sieht's aus? Geh endlich zum Arzt. Ich weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich geh aufs Dach. Ach du Spinner, echt? Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Du taugst doch nicht. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Mhm. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Na, Gott sei Dank. Ich meine, ich bewundere ja seinen Heldenmut, aber das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Wo muss ich nachher lang? Nach oben, okay. Aber wir gucken uns hier erstmal um. Weil es macht ja keinen Sinn, jemanden, der verletzt ist, da hochzuschicken, der wäre ja eher gefährlich. Dr. Cole, haben Sie kurz Zeit? Natürlich. Ah, genau. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Das ist verführerisch, ja. Die technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und Ihr Leben gerettet. Mhm. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Ja. Mag sein. Andererseits... Das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Welche Arbeit von Ihnen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Ach du Scheiße. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, einer Art Implantat. Mhm. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Und du bist entkommen? Wie sind Sie entkommen? Ich war eine loyale, langjährige Angestellte mit Freiheiten. Als der vierte Kollege verschwand, kamen wir zusammen und waren wenige Tage später weg. Und bisher hat Cerberus nie vermutet, dass Sie direkt vor seiner Nase sitzen. Wir dachten wirklich, wir hätten alles bedacht.
wie demütigend. Tja. Das wird wohl nie irgendjemandem gelingen, auch eine Gruppe nicht immer an alles zu denken. Aber was jetzt hier schon mal deutlich wird, es geht dem Unbekannten um Kommunikation. A, um die Kommunikation mit den Geth und dann B, hier die Kommunikation zwischen Kollektoren und Reapern. Der versucht irgendwie Kontakt aufzunehmen, oder? Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Das haben wir doch gerade schon gehabt. Hallo? Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Naja, hören wir uns halt ein zweites Mal an. Warum nicht? Zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mhm. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Okay. Flucht von Cerberus, das Werk von Cerberus. Irgendwie ganz merkwürdig, oder? Sie haben diese Leute in ernsthafte Gefahr gebracht. Och, Jazz, sei nicht so moralisch. Sie wollten es so. Die Wissenschaft darf sich niemals der Tyrannei beugen. Ja, das tut sie wir aber oft. Wir sind nicht geflohen, um uns zu verstecken, sondern um ein neues Leben aufzubauen und ungestört arbeiten zu können. Liebe, Familie, das alles gehört auch jetzt dazu. Wofür sollten wir sonst kämpfen? So, und du und Jacob, habt ihr was miteinander? Hä? Wie ist Ihre Beziehung zu Jacob? Genau, sie klang nämlich sehr besorgt. Wir haben viel erlebt. Mhm. Ein alter Kollege von ihm hat uns vorgestellt. Durch Jacobs Augen habe ich erkannt, was aus dem Unbekannten geworden ist. Ich war so in meine Arbeit verliebt, dass ich das Offensichtliche nicht sehen wollte. Mein Geldgeber war korrupt. Verstehe. Darum ist es auch wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn getan hätten. Tja, wahrscheinlich wärt ihr tot. So, okay. Danke, Dr. Cole. Dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. Das war jetzt nochmal sehr aufschlussreich. Jetzt gucken wir uns hier noch um und dann werden wir gucken, ob wir uns mal mit Jacob unterhalten können. Datenpad, Kohle, her damit. Persönliche Logs, Bryn Cole. Wir konnten mit Jacobs Hilfe bestätigen, dass mehrere unserer Kollegen in Wirklichkeit ermordet wurden. Ja, das dachten wir uns natürlich schon. Vertrag aufgehoben, heißt das bei Cerberus. Makeda, Scott, Daniel, Chunhai, Annika und viele andere, von denen ich nicht einmal wusste. Sie sind alle fort, spurlos verschwunden. Einfach so. Wir hätten früher gehen sollen. Ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben. Und ich erinnere mich nicht daran, was so wichtig schien, auch nur einen Tag länger zu bleiben. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ach, Bryn, mach dir keinen Kopf. Lieber zu spät als gar nicht. Lassen Sie das liegen. Hauen wir einfach ab von hier, verdammt. Nee. Das macht keinen Sinn. Commander Shepard ist hier. Genau, stehe direkt neben dir. Entspannen Sie sich, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, vielleicht sollten wir hier nicht mehr so lange rumtrödeln, aber trotzdem gucken wir hier erstmal alles an. Ich komme gleich, Jacob. So, wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendungen bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Insbesondere der Verlust von Dr. Horace Armstrong behindert unsere Bemühungen, die Ziele des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile eines Ganzen, die beängstigende Schlussfolgerungen nahelegen. Aber wir sind zu weit davon entfernt, dieses Ganze genauer erfassen zu können. Und das macht mir am meisten Angst. Oh oh. Wer bist du? Da ist auch noch was? Turianertoxin. Speziell für Turianer. War da nicht irgendetwas, was wir in der Citadel abgeben sollten? Das haben wir schon. Ich dachte, wir hätten uns rundum abgesichert. Nein, das funktioniert nicht, Dr. Hämmerling. So, da wird es nachher weitergehen. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier Leben draußen. Schon wieder die Zuflucht. Erinnert ihr euch? Die Zuflucht wurde auch in auf der Citadel mal erwähnt, und zwar, da wollte doch einer sein Geld von der Bank abziehen, um zur Zuflucht zu gehen, und man hat ihn dann überredet, es nicht zu tun. Bin gespannt, was die Zuflucht ist. Übrigens hat ja auch hier Bryn das Wort Zuflucht benutzt und das hier gemeint, aber das kann nicht gemeint sein. Okay, alles klar, ihr Lieben, wir sind schon wieder bei 35 Minuten und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns in der nächsten Folge mit Jacob unterhalten und dann mal gucken, ob wir irgendwie diese Geschichte da oben zum Laufen bringen. Einstweilen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag
einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.